Ja, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge hatten wir eine sehr blöde Entscheidung getroffen, indem wir unseren Bruder beschützen wollten und uns gegen die anderen gestellt haben. Also, die alle. Die haben uns fertig gemacht und ja, ich habe so das Gefühl, ich sollte das vielleicht nicht nochmal machen. Deswegen, ja, machen wir mal die Story so weiter, wie sie wahrscheinlich weitergehen sollte, aber ich werde noch mal darauf zurückkommen. Ja, das tun wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Oder hey, das warten wir noch. What's that? What you see there is a soul bridge. Beastly just entered the land of Canaan. Oh Mann. Don't tell me he used Al. No, she's his weapon against Kronos. I'm guessing that Rideau unfortunately got the honor. Damn. Beastly never saw Rideau and I as anything more than tools for creating the bridge. That's just the sort of man he is. Gibt es keine andere Möglichkeit, Julius? No. Unless one of us dies, the land of Canaan will forever remain out of our reach. Such is the fate of the Scions of Kresnik. Don't feel too badly for me. His transformation has progressed that far? I'm a dead man no matter what. At least this way, my death will mean something to someone. Use my life. Let me be your path to the land of Canaan. Julius, ich will dich ja beschützen. Ohne dabei vielleicht die anderen ja zu töten, aber das Spiel hatte da irgendwie andere Probleme. Deswegen muss ich wohl R1 drücken und dich töten. Das ist jetzt nichts gegen dich. Ich mag dich eigentlich. Nur damit du es weißt. Wenn ich den natürlich auch nicht besiegen kann, dann haben wir jetzt ein großes Problem, weil dann komme ich nicht weiter. Aber sind wir schon so nah am Ende, dass ich jetzt schon so wirklich bedeutende Entscheidungen treffen kann? Ich meine, das führt doch wahrscheinlich irgendwie zu so einem Bad Ending oder irgendwie sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann irgendwie einfach weitergemacht wird, so, ja, wir haben versucht, dich zu töten und so, aber pff, nächstes Kapitel halt. Also ja. Julius, ich tue es. Ich werde mit deinem Leben eine Brücke bauen. Wenn es nicht anders sein muss. So you're ready. If that's the case, let me be your big brother one last time. I need to see for myself. Upsala. If you're strong Nein. enough to see this through. Ist nur wir beide, oder was? We have no right to intervene in their fight. Sorry about the entrance exam. This time, the test is real. Meine Waffen sehen irgendwie so bekloppt aus, finde ich. Sondern nur wir beide. Oh Mann. 72, der sieht auch nicht sehr viel schwächer aus, aber da ist nur einer. Ich habe keinen Gemüsestick oder so genommen. Meine Musik ist gut. Los geht's! Warum kannst du schon wieder alles abwehren? Nehmen wir die Neutralen, ja. I accept you. You now have the power to choose for yourself. Warum kannst du denn immer noch abwehren? Erde. Dort. Können wir mal irgendjemand was Neutrales hier geben? Irgendwas Neutrales brauche ich. Halt hier. So, sehr gut. Das ist jetzt wahrscheinlich voll einfach sein, ne? Bitte verwandle dich nicht in Ei.
Verwandle dich bitte nicht in deinen Komatos, wenn es geht. Ich habe nämlich auch nicht vor, es einzusetzen. Nein, liegen bleiben. Au. Stimmt. In der Splitter-Dimension-Version von denen. Die war ja auch verdammt stark. Sehr gut. Diesmal bin ich nicht so blöd. Au. Also mal auf mit den verdammten Konter. Ich muss mich hier jede zweiten Angriff halten. Aber ich kann auch diesen Angriff. Mann, hör auf damit. Bruder. Also jetzt bleibst du liegen. Leck mich. Leck mich. Ich wollte das kontern. Okay. So fährt er so oft ab. Hör auf mit dem Dreck. Hilfe, Bruder. Ich fühle mich irgendwie so schwach, weil ich mich so oft heilen muss. Okay, ich muss aufhören, diesen Angriff einzusetzen, weil jedes Mal trifft er mich dann. Muss man schön das machen am Ende. Sieh auf, viel ab. Ich bin dauernd irgendwie tot. Echt Gemüsestick soll so einsetzen sollen. Hilfe! Jetzt mal aufhören, down zu bluten. Ma. Nein, das ist nicht gut. Nein, und ich lasse mich auch noch volle Möhre davon treffen. Oh Gott. Das kann ich noch von ganz, ganz früher. Hilfe! Das hast du ganz, ganz am Anfang eingesetzt. Kann ich auch hier. Ma. Zieht so viel ab. Oh nein. Kann ich auch hier. Warum? Nein, Hilfe. Da wollte ich nicht einsetzen. Oh Gott, war knapp. Oh. Kannst du mal. Hey. Ich bin verwirrt, ich bin tot. Nein, keine Knarre, wie kannst du es wagen? Hilfe! Das Umfeld, der kann dann einfach kontern direkt. Au. Hilfe! Oh, geh weg! Das Ding wieder aus, ey. Na, ist er immer noch.
Au, 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 nein, nein. Geh weg. Wir gehen langsam die Zitronengummis aus. Ich hoffe, danach kommt nicht noch irgendwas. Mich nach jedem Angriff zu heilen ist irgendwie voll billig, finde ich. Und warum greifst du an? Er war verwirrt. Natürlich war er verwirrt. Na warte. Diesmal gehe ich aber nicht mit leeren Magen in den Kampf. Habe ich noch irgendwas anderes außer Dingens hier? Nur Gemüsesticks, ne? Warte. Warte mal, ich brauche keine Synchronierungssteine oder was auch immer. Ich brauche, weiß ich nicht. Hier baue ich das. So, jetzt komm mal her. Jetzt mache ich dich platt. Und ich baue wieder andere Waffen. Oh, die sind sogar besser. Someone to be there for, someone to protect. However, I accept you. You now have the power to choose for yourself. Auf zu blocken. Disintegrate! Energy shackles! Falling! So, es sieht da doch schon ein bisschen besser aus. Weil ich mich jede Sekunde heilen muss. Nein, hör auf mit dem Dreck. Ja, gut gemacht, Ludka. Nein, ich vergesse immer. Nein, hör auf mit dem Angriff. Nein, pack die Knarren wieder weg. Pack die Knarre wieder weg, Ludka. Das ist ein Kampf zwischen Brüdern mit Schwertern. Und ich bin gleich tot. Auf damit! Ich vergesse immer. Ich vergesse wirklich immer. Ist aber ein guter Kampf, muss ich sagen. Ich finde immer gut, wenn man so zwei Kämpfe machen muss. Sie haben irgendwie was. Nicht gut. Ah. Jedes Mal. Oh, ich habe irgendwie HP bekommen. Egal. Alles viel einfacher mit Chromatos, aber ich möchte es nicht einsetzen. Was soll's? Nein, nicht der Dreck schon wieder. Zu auf deine Waffe zu wechseln. Das war cool. Okay, weg. Ich habe deine Mist gerade schon gesehen. Die ist sehr schön. Ihr habt schon ganz, ganz am Anfang gesehen. Ja.
Mal. Hilfe. Oh Mann, diese verdammte Verwirrtheit die ganze Zeit. Hey, hör auf damit. Keine Knarren. Kann ich auch hier. Das ist von dir gelernt, wahrscheinlich. Ich hätte meine alte Meinung abgeblockt, ey. Nein, geh weg. Nein! Okay, hat nicht geklappt. Sehr gut. Nein. Ja, da wollte er gerade kontern. Oh Gott. Nein, ich bin verwirrt. Nein, hör auf mit dem weg. Nein, ich verliere noch. Ich verliere noch. Mann. Ey. So ein Dreck. Jetzt wird der ganze Part damit verbracht, dass ich gegen den Typen kämpfe. Das kann ich schon wieder immer verwechseln. Ey. Leck mich. Komm her. Weißt du was? Hier. Ich mach mir weiter, damit ich diese Verwirrung hier nicht erleide. Falls ich sowas überhaupt hab. Okay, kann ich nicht. Sehr gut. Doch, Verwirrung. Weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit verwirrt zu werden. Nein, ich vergiss es. Ich hab schon wieder eigentlich irgendwas, was irgendwie gegen alles schützt. Ich habe schon so viele Sachen. So viel AP sind das doch nicht. So, ich muss nur das abstimmen, dann ist alles okay. Kann ich auch hier. Bams. Maha. Ich kann der Luft einsetzen, was? Mann, hör auf, das perfekt einzusetzen. Nein. Verdammt, falsch Knopf. Weg mich. Ja, das war knapp. Mach ich doch. Ja, mach ich doch. Ja. Ja, mach ich auch. Ja, mach ich auch. Ja, klappt sogar. Ja, oh, leck mich. Geh weg. Geh weg. Klappt sogar. Nein. Ja, wir haben letztes Mal mit ausgewichen.
Ma. Dieser Angriff, ne? Dieser Angriff, ne? Er geht mir so offen gegen die Nerven, ne? Ja, nicht auf die Nerven, gegen die Nerven. Er tritt meine Nerven so. Hört mich. Der wird viel zu viel ab, finde ich. Schon wieder vergessen. Warte, ich war angegriffen ab. Oh, ich bin immer noch. Oh, oh geil. Ist mal richtig, aber. So glatt. Er kann auch nicht alle Angriffe, die ich kann, ne? Auch mit dem Dreck. Sag mal. Ich kann nicht Falling Snow Dings machen in der Luft. Warum kann ich denn manchmal nichts? Ah, ich bin verwirrt hier, super. Nein, ich habe keinen Bock, schon wieder zu bringen, ganz ehrlich. Hör auf damit. Gott, oh Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Er kann auch schon wieder zu frecken. Er ist schon leicht tot. Was mache ich da? Na komm schon, du bist doch leicht tot. Nein, warum werde ich denn jetzt so verwirrt, ey? Pack das Ding wieder weg. Auch wenn das voll jetzt was bringt. Meine Güte. Ey, wie ich hier alle möglichen Statusveränderungen bekomme, ne? Ich bin schon wieder verwirrt, ey. Ich habe doch extra was ausgerüstet, um das zu verhindern. Ey, nein, ist jetzt gut. Mann. Leck mich doch. Aufhören so rumzutrollen im Kampf. So viel hast du gar nicht mehr. Bin ich auch noch abgezogen. Hör auf mit dem Angriff, der verwirrt mich immer, ne? Hier langsam die TP aus. Mal Pause. Hilfe. Ey. Hey. Ich hab nicht jetzt ein paar AP abgezogen. Meine Güte. Jetzt ein paar AP nicht abgezogen. Jetzt bin ich schon. Ich habe doch extra mal Ausrüstung zu verhindern. So, eigentlich. Bin schon wieder verwirrt. Mann, nein! Ich bin schon wieder gestorben bei dem. Leg mich am Arsch.
Ey, ich... Ja, am Anfang wurde ich so wenig verwirrt und jetzt werde ich die ganze Zeit verwirrt. Was soll das denn? Das gibt's doch nicht. Hör auf mit dem Dreck. Alles gut, lass mich heilen, danke. Haben wir es jetzt bald? Ey. Wie ich jetzt die ganze Zeit verwirrt werde. Ja, das hilft immer noch. So, jetzt glaub, muss ich, dass ich noch einen Fehler mache. Mann! Er hat mir in den letzten Minuten hier nur so viel Nerven geht. Ich krieg den nicht down. Nein, ich benutze nicht meinen Chromatus. Okay. That's not good enough, Luger. You're never going to achieve victory like that. Not against our family's curse. Not against Beasley. Your desire fuels the Chromatis. It won't grant power unless you want it. Do you have what it takes? I shall test your soul. Oh, man. Wow. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Wir haben den Kampf gewonnen und sind jetzt irgendwo aufgetaucht und Beasley habe ich gerade auch gesehen. Aber ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.